Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute ein paar neue Make-up-Produkte austesten. Unter anderem diese Lidschattenpalette. Wie man sieht, ich habe hier schon Make-up drauf, also ihr könnt gleich sehen, wie ich das gemacht habe. Und seid ein bisschen nett zu mir. Ich bin nach wie vor noch Make-up-Anfänger und das sieht man, würde ich sagen. Aber ich habe Spaß daran und das ist das Wichtigste. Und kein Meister ist vom Himmel gefallen, also üben wir gemeinsam. Also, wenn euch das interessiert, ich habe ein paar neue Produkte und die habe ich heute ausgetestet. Also bleibt dran, es geht los. Also, wollen wir uns heute ein wenig schminken. Und zwar Primer habe ich schon drauf. Das ist der, den ich immer benutze. Weiter geht's mit einer Essence Pretty Natural Hydration Foundation mit Aloe Vera. Die habe ich mir neu gekauft. Ich bin gespannt, wie die ist. Sie soll gut sein, wenn man trockene Haut hat. Sie würde Feuchtigkeit spenden. Ich bin sehr gespannt, inwiefern das darauf zutrifft. So. Glaube, ich habe wieder zu viel genommen. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich eine neue Foundation benutze. Die ich noch nicht hatte, benutze ich immer zu viel. Keine Ahnung. Scheint irgendwie eine Krankheit zu sein. Ich mache dann immer noch ein bisschen mit über die Augen. Muss man nicht. Vielleicht sollte man das auch nicht. Keine Ahnung. So, jetzt nehme ich noch den Sponge. Und klopft das hier ein bisschen ein. So. Sie fühlt sich ganz gut an, aber ob sie wirklich für voll vertrockene Haut ist, ich weiß nie. Also das Hautbild ist so lala. Naja. Also die, die ich momentan am liebsten nehme, toppt sie noch nicht. Zur Erinnerung, das ist die hier. Von Revival Young, die Skin Optimizer Foundation. Aber mal gucken. So. Dann benutzen wir hier wieder meinen Concealer. Tube, 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 tube. So, ich habe zwar Baking, das neue Puder von Maxim von Valdi Loves Me. Und ich wollte das ausprobieren, aber ich habe ja gerade so trockene Haut. Riecht auf alle Fälle sehr interessant, fast so ein bisschen wie Waschlotion. Wir werden also nur ganz wenig Puder, sagte sie und knallte sich übelst viel Puder aufs Gesicht. Boah. Ich glaube, viel mehr pudern sollte ich lieber nicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Riechen tut es auf alle Fälle sehr frisch. Fast ein bisschen fruchtig, würde ich sagen. Aber wir wollten ja die neuen Produkte austesten. Und wie will man die denn austesten, wenn man sie nicht benutzt? Ist ja Blödsinn, ne? Und irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Das will ich ändern. Ist besser, oder? Und es plagt auch nicht so. Gut, also.
Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, und jetzt machen wir das, die Eyeshadow Base. So. Jetzt machen wir zuerst die Augenbrauen. Wo ist denn mein Augenbrauenstift? Da bin ich irgendwie immer bei dem gleichen. Ich werde den nie wechseln, glaube ich. Von Essence, der Eyebrow Designer im Black. Ich liebe schwarze Augenbrauen. Für manch einen ist es vielleicht zu dunkel. Ich finde es schön. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Nee, ich mache noch was anderes vorher. Und zwar kommt zuerst jetzt noch mein Blusher, um ein bisschen Farbe in das Spiel zu kriegen. Mir ist die Leinwand sonst ein bisschen zu eintönig. Tja, der ist doch gleich viel frischer aus. Okay, und jetzt kommen wir erstmal zur Lidschattenpalette. Und zwar habe ich die hier gekauft. Die werdet ihr jetzt auch am Mittwoch sehen in dem Haul. Die wollte ich eigentlich letzte Woche hochladen, habe ich aber dann eh nicht geschafft. Kommt da diesen Mittwoch. Aber da seht ihr jetzt schon ein paar Sachen vorher. So. Will schon wieder nicht aufgehen. Jetzt. So. Was ich an der Palette schön finde. Erstens, es ist ein schöner Pinsel drinne, nicht so 0815 wie sie sonst drinne sind. Die ist von Reval de Loop, die Lidschattenpalette, und hier sind halt sehr natürliche Töne drin. Und ich wollte gerne einen güldenen schwarzen Look machen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wir werden das Beste probieren. Und zwar machen wir zuerst einen natürlichen. Dann nehmen wir am besten hier diesen Hautton, um das ein bisschen vorzubereiten. So. Und jetzt tun wir vorne den Goldton rein. So, wir schminken mal ein bisschen über die Hälfte. So. Und jetzt wollen wir das schwarz machen. Und damit muss nicht ganz verkacken. Entschuldigung für den Ausdruck. Werden wir abkleben.
Ja, wie immer, eine Seite klappt super, andere Seite nicht. Tja, so ist das halt. So, und jetzt haben wir hier noch einen Fluffy. Den benutzen wir jetzt, um das besser zu verblenden. Also wie gesagt, eine Seite klappt gut, die andere ist eine Katastrophe. Wie immer. Ob das einmal mal nicht der Fall ist, vermute ich nie. Aber wie sagt man immer so schön, Übung macht den Meister. Kann man erstens versuchen, und das eine Auge dem anderen noch ein bisschen anzupassen. So. Okay. Ansonsten, die Farben finde ich ja nicht schlecht, nur ich bin wieder eine Katastrophe, was das Schminken betrifft. Und Nachteil an dieser Verpackung, sie geht immer entweder schlecht auf oder schlecht zu. Ah, jetzt. So. Was haben wir noch Neues? Wir haben eine 5D Lash Power von Revolution Mascara mit Multiplied Lace Lash Effekt in 5D. Und da bin ich sehr gespannt darauf, da ich ja immer ein bisschen zu faul bin, mir Wimpern zu kleben, aber ich es eigentlich schön finde, wenn man schöne Wimpern hat, suche ich immer noch für mich die perfekte. Es gab mal eine, aber die gibt es nicht mehr. Seitdem bin ich auf der Suche. Wenn man sie aufkriegen würde, wäre natürlich noch toller. Ah, interessante Technik. Mit drücken und ziehen, na toll. Wer macht alles ein blödes Gesicht beim Mascara auftragen? Hand aufs Herz, jeder guckt blöd beim Mascara drauf machen. Also man kann es sehen. Ich meine, gut, ich habe jetzt sehr dunkel mich geschminkt. Von daher kann ich das natürlich jetzt nicht genau sagen. Aber ich denke doch, sieht schon cool aus. So, mein Kajal wie immer. Okay. So. Und jetzt machen wir noch was auf die Lippen. Dann nehmen wir den Pflegekloss. Ich glaube zwar, dass die Farbe nicht dazu passt. Also. Die Lidschatten an sich sind nicht schlecht, die gefallen mir gut. Allerdings, ich bin zu dämlich, sie zu benutzen, wie immer. Die Kante ist schön scharf und es sieht auch relativ gut aus, aber es kippt nach unten. Seht ihr das? Es hätte mehr nach oben sein müssen, dann würde das Auge freundlicher wirken. So wirkt es so abgeschlafft. Also üben, besser machen. Hier ist es ein Stücke nach oben. Das sieht besser aus, aber hier ist es schief gegangen. Also üben. Toll. Die Mascara, soweit ich sie jetzt einschätzen kann, ist eigentlich ganz gut, aber ihr könnt das gar nicht sehen, glaube ich. Sie ist nicht schlecht, aber die muss ich noch ein paar Mal austesten, vielleicht mit einem helleren Lidschatten, dann kann man vermutlich besser sehen, ob sie denn eine gewisse Wirkung haben oder nicht. Mein Lippenstift finde ich prima. Jetzt, nachdem eine Weile das Make-up drauf ist, finde ich es gar nicht schlecht.
Es sieht, warte mal, ich guck mal im natürlichen Licht. Naja, ein bisschen bröckelnd tut es trotzdem, trotz meiner trockenen Haut. Also ich glaube, das lässt sich momentan nicht umgehen. Ich habe trockene Haut und jetzt, also in der Kamera wirkt es jetzt eigentlich sehr schön, wenn man genauer hinguckt. Naja, geht so. Ja, ansonsten, ja, das Puder ist ganz schön. Nur, wie gesagt, momentan habe ich so trockene Haut, da vermeide ich Puderprodukte so gut wie ich kann. Ich hoffe trotzdem, es hat ein klein wenig euch Spaß bereitet, mir beim Schminken zuzugucken und wie ich wieder jämmerlich versagt habe. Aber gut Ding will Weile sein und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Also, wenn ich mich nicht schminke, werde ich es nie lernen. Also, werden wir das nächste Mal es einfach wieder probieren, bis es besser wird. Richtig? Genau. Bloß nicht entmutigen lassen. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, euch hat das Video ein klein wenig gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Das wäre ein Träumchen, ja. Ihr könnt mich abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Hier gibt es sehr viel zu sehen, ziemlich bunt gefächert, alles Mögliche, von Tests zu Haarvideos, zu Make-up, zu Kunst. Ja, gibt es hier einiges zu sehen. Also ich denke, für jeden ist hier was dabei. Ihr müsst nur einen Daumen da lassen, ein Abo drücken, dieses Glöckchen aktivieren und schon seht ihr, was als nächstes für ein Video kommt. So, ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.